Jungs! Hallo Leute! Der Boss ist nicht da! Wo ist der Boss? Ach, da hinten kommt er! Da hinten kommt er! Ich war wieder mal der Erste, nicht? Mensch, Charles, das freut mich, dass man auf Arbeit der Erste und der Letzte ist, der geht. Ja, das ist meistens so. Das ist meistens so. Wir werden mal wieder einen kleinen... Der will mich wieder verscheißern. Ich weiß zwar nicht, was er wieder mit mir vorhat hier. Der hat immer eine Scheiße drauf hier. Charles, ja. Ich will wieder einen kleinen Zaubertrick vorzeigen. Ob das ein Zaubertrick ist, muss jeder selber entscheiden. Ja, größer wie mein Sieh dir mal bitte einfach diesen Luftballon an. Siehst du da irgendwas? Das ist ein ganz normaler Luftballon. Nee. Kannst du auch mal ein bisschen... Ich hätte doch zur WWE gehen sollen. Thunderwetter! Charles, ich habe hier eine Nadel. Die Nadel ist echt. Das dürfte man wissen. Und sieh mal ja, schon. Gib mal her. Das will ich ja sehen. Aber nicht wieder bluten jetzt hier, Charles. Charles zeigt, dass die Nadel echt ist. Er findet die Kamera wie immer. Ja. Du willst doch immer noch die Frage, wer ist Hola? Guck mal, ich nehme einfach mal diese Nadel und steche sie in den Ballon. Siehst du das? Und was merkst du? Er platzt noch nicht. Richtig, Charles. Ich kann den wirklich, schau mal, wie sehr ich da rumdrücke, der platzt nicht. Thunderwetter. Charles, wie mache ich das? Jetzt probierst du es bitte mal. Ich glaube, bei mir platzt da. Oh mein Gott! Ich hab wenigstens zum Platzen gebracht. Liebe Grüße an Herrn Platzek an dieser Stelle. Er haut die Nadel rein, da platzt nicht und ich hau das Ding und ping! Charles, war es Mentalmagie oder war es einfach nur... Schwindel? Was denkst du? Der Mann ist irgendwie mental begabt hier. Das liegt da. Wetter. Charles sagt das nur, weil wir kurz vorm 30. sind. Moin gibt's Gehalt wahrscheinlich, was? Ja, moin gibt's Gehalt, deswegen sage ich das. Ich bitte dich mal schnell diesen Luftballon aufzupusten. Wir kommen zur Auflösung diesen ganzen Tricks. Charles wird den mal schnell aufpumpen, pusten hier. Und ich bediene mich mal schnell hier an... Herr Ottelmann, was machen Sie eigentlich hier? Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Herr Ottelmann mit einer Mega-Aufgabe. Und wir versuchen es nochmal. Gummilösung ist die beste Lösung. Sehr schön, Charles. Sehr schön, auch dieser ging kaputt. Jetzt werden die Leute sagen, ja, was war denn das nur wieder? Keine Luftballons mehr mit dir. Aber wo ist mein letzter? War das jetzt... Charles, pumpe den bitte auch nochmal auf. Pumpe, der war gut. Ihr habt gesehen, dass auch dieser mit der Nadel kaputt ging. Und jetzt bitte auf den Knoten reinmachen, Charles. Reicht eigentlich schon. Reicht schon. Den Knoten rein. Schaffst du das? Kriegst du das hin mental? Gartenproductions.de Herr Hottelmann gleich noch mit seiner speziellen Aufgabe. Die müssen wir gleich noch zeigen. Ich krieg ja nicht mal den Knoten rein. Ich hänge hier. Ich hänge. Meister! Ist heute schwierig, Herr man freut sich hinter der Kamera. Zeigen Sie mal, na, zeigen Sie nicht an Hottelmann, der ist am Puzzeln. Kommen wir einfach mal zur Auflösung dieses Tricks, wenn Charles endlich mal den Knoten drin hat. Er kriegt die Finger nicht raus! Zieh einfach, zieh! Oh, na, zieh! Herr Hottelmann! Na, zieh! Erzieh doch mal ein bisschen, Charles. Alles klar! Oh, jetzt habe ich dich durchgekratzt, ist egal. Schalte mal kurz in den Hintergrund. Und zwar, alles, was ihr benötigt, ich weiß nicht, ob das überhaupt so notwendig war, dieser ganze Aufwand, ist ein Stück Charles, ein Stück Tesafilm. Tesafilm, einfach eine kleine Ecke draufkleben. Ich habe vorhin eine ganz kleine gehabt. Die hat Charles, du hast wirklich nichts gesehen? Nein! An dem Luftballon, also wirklich... Ich habe jetzt hier einfach mal Tesafilm raufgeklebt und wenn ihr da jetzt natürlich mit der Nadel rauf piekt, da passiert nichts. Also da könnt ihr wirklich unglaublich, könnt ihr auch ein bisschen doller dann machen, das müsst ihr ausprobieren. Ich habe wie gesagt einen kleineren Winkel da, eine kleinere Ecke rausgeschnitten. Schaut, da kann man hier wirklich, es passiert nichts. Aber hier, Peng! Du wirst faltig, Charles, du wirst faltig. Alter. Also ihr haut euch einfach, ihr klebt da einfach ein Stückchen
Tesafilm oder Klebeband, wie es ja auch heißt, auf haut den Luftballon. Die Dinger rein, da wenn ihr ganz gewiebt sein wollt, dann könnt ihr sogar in dem Moment, wo ihr dem Probanden den Luftballon gebt, das noch schnell abziehen. Da müsst ihr zusehen, dass er das möglichst so hinkriegt. Das ansonsten kennen wir. Abziehen, ja, ja, Schöffchen. Haha, wir werden abgezockt. Ich finde das schon wieder, entweder werde ich hier heute lustig gemacht. Wir machen den Boss heute richtig alle, oder? Ja, macht mal. Das wäre ja ähnlich, hatte ich. Das war auch notwendig. Ansonsten ist hier, wir zeigen hier heute nochmal, wie gesagt, nochmal ganz kurz. Bitte jetzt keiner rein, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Luftballon nehmen, ein Stück Tesafilm drauf und dann könnt ihr da mit einer Nadel reinpieken, wie ihr wollt. Es passiert da nichts. Haut da rein, dort platzt, wenn ihr den Luftballon gebt zum Zeigen, dann macht das Klebeband irgendwie vorher heimlich ab. Das kriegt ihr hin durch irgendwelche Bewegungen. Oder ihr zeigt den Luftballon in eurer Hand, natürlich dann aber so, dass er das Klebeband nicht sehen kann, der Proband. Kommen wir mal zur geheimen Aufgabe von Herrn Hottelmann. Die interessiert mich nämlich auch. Herr Hottelmann, was machen Sie denn hier Schönes? Sie setzen Garten Productions wieder. Ach, na, das ist ja. Ist das etwa das neue offizielle Puzzle, Herr Hottelmann? Ja, dünner Wetter. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Aber ich komme ja so langsam an meine Leistungsgrenze. Zeigen Sie mal, das sind ja schon richtig schöne. Sich haben Sie ja schon zusammengepuzzelt. Sie haben ja da wirklich die besten. Na ja, Mensch, Hottelmann, die besten Bilder haben Sie da zusammengepuzzelt. Das ist ja auch ein bisschen. Na, ich bin halt ein Schleimer. Bisschen Mist dabei, aber ansonsten. Bin halt also ein wirklich, das ist ja wirklich mit das Beste. Das Garten-Production-Puzzle. Man haut sich ja eh weg, dir. Hottelmann, wie viele Teile könnte das haben? 250, haut das hin? Och, ich hab keine Ahnung, auf alle Fälle für mein kleines Gehirn zu viel. Ja, aber haben Sie schon weit geschafft, also. Ja. Wie viele Überstunden sind das jetzt schon? Viel auf Gehirn. Also, das ist unbezahlbar, Chef. Unbezahlbar. Haben Sie wenigstens noch eine Homepage-Adresse, wenn Sie hier schon so klugscheiß haben? Ja, www.garten-viel-auf-gehirn ist das schon gut. Super, man hat ja die Homepage-Adresse verstanden. Ja, Charles wird sie gleich nochmal durchgeben. Ja, ja, hier, ja, www.gartenproduction.de, was weiß ich hier. Ja, Charles, du hast doch wohl nicht etwa das Fan Nummer 1 T-Shirt an. Und das King of Kings T-Shirt runter. Ja! Oh, jetzt gibt's mal einen richtigen geilen Striptease. Ich hab's gewusst, ey. Oh, noch machen wir ja Kinderfernsehen. Ey, was ist denn mit dir passiert, ey? Wie hast du denn den Bauch und das T-Shirt gekriegt? Ich krieg das gar nicht. Den Bauch habe ich nicht. Das könnte mit The Next Mentalist zusammenhängen. Das ist, ja, das wird sein, ja. Oh! Da müsste man aber nochmal ziehen, ey. Nee, ich hab's extra ausgeblendet. Gut. Ja, alles klar. Ansonsten, Herr Hottelmann. Das war keine Schambehaarung übrigens. Großartige Arbeit, das offizielle Puzzle. Ja, super hier, ey. Macht's denn wenigstens Spaß, Herr Hottelmann? Na, mir weniger, aber wie gesagt. Ich bin stolz, dir dienen zu dürfen. Wie gesagt, kurz am 30. Naja, was macht man nicht alles für die Kunden? Kurz vom 1. hat der Mensch am schwersten. Ja, ich hab's ja hier dreifach schwer hier. Gut, die Fans werden wieder begeistert sein von diesem wirklich großartig produzierten Video. Kurz vom 1. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter puzzeln. Ja. Ich bin ja eigentlich fertig, ich kann ja gehen. Ansonsten. Jetzt wissen Sie, wenn na, eigentlich ist ja auch das Puzzle fertig, wenn ich jetzt fertig wissen bin. Sie wenigstens, wann wir das Video aufgenommen haben. Nee. Kurz vorm 1. hat es ja Mensch am schwersten. Ich nehme Herrn Hottelmann, das ist ja auch so ein Ding. www.garten-productions.de. Charles macht sich hier schon wieder eine Zigarette an. Machen Sie das bitte nicht zu Hause nach. Gefährdet die Gesundheit. Ansonsten möchte ich kurz noch meinen neuesten Zaubertrick zeigen. Sie können ja mal überlegen, wie man den auflösen könnte. Und zwar habe ich einen Baum andersrum wachsen lassen. Ja, da. Können Sie sich das erklären, wie der Magier das gemacht hat? In meinem Garten. Oder wie ich hier etwas schweben lasse? Sehen Sie sich das mal an. Ist das unglaublich, meine Damen und Herren? Da ist keine Schnur, da ist nichts. Wie macht der Magier das? Also wirklich unglaubliche Phänomene. Kommentare favorisieren. Ja, alles klar. Tschüss, bis dann.